Hallo und herzlich willkommen zurück beim MechWarrior 5 hier auf der Brücke von unserem Raumschiff. Wir haben letztes Mal die Mission erfolgreich abgeschlossen und sollen uns jetzt mit Fahad in Verbindung setzen. Das ist er hier. Das ist schade, dass er sich ja nicht mal so rumbewegt, sondern einfach hier mal stumpf steht. Hey there, Gav. Oh yeah, we finally got a name for these bastards you've been chasing us down. Black Bloody Inferno, right? Well, that's a lot of bollocks, isn't it? You know what a Black Inferno is? It's bloody smoke, mate. All right then. Nice chat. Gonna get back to work now. Wie gut, dass er uns diese Info gegeben hat. So, dann schauen wir mal, was das jetzt für uns bereithält. Eigentlich können wir ja jetzt diesen Planeten verlassen. Hi, Commander. Thanks to your efforts, the mining company have kept their word and booked us transport on a jump ship. Spears has also obtained a new mercenary ID number. So, all we need to do now is choose a new name for our merc outfits, and we're good to go. I'll leave that up to you. Once you've registered the new name, come back and see me. Will do. Okay, jetzt sollen wir unsere Söldner-Truppe umbenennen und ein Symbol aussuchen. Da bin ich für das hier, ich finde das super. Und wir nennen es die... Boah. In sowas bin ich immer total schlecht, ne, Namen ausdenken. Gerade für so Kompanien, wenn es jetzt nicht für Personen ist. Death Rats. Ja. Gut, dass ich dann jetzt wieder in dieser... Kommandobrücke saß. Okay, Commander. Everything is set for our departure. The transport contract with the mining company is a false flag Spears and I set up with their cooperation. The mining company has legally hired us to transport cargo for them. But in reality, there is no cargo. Just a destination and some very convincing paperwork. So, where are we headed? We've been asked by Spears to help him out of a jam. I think we owe him. I agree. What's he need us to do? Spears works for Interstellar Expeditions, one of the largest archaeological collectives in the Inner Sphere. They do archaeological digs and conduct research into abandoned Star League-era facilities in the pursuit of lost technology from before the Succession Wars. One of the expedition's dig sites has come under attack. A rogue mercenary group is intent on pillaging a Star League supply depot that IE uncovered on Brooklyn Prime. We're going in to help protect the site. Spears will provide more detailed information on what exactly we're facing once we arrive. For now, I've uploaded the coordinates into the nav system. Before we can launch, you need to sign off on the op and get us to the system. Roger that. Yeah, machen wir. Rufe den Startbildschirm auf. Ich glaube, das geht so, ja. Die Situation ist prekär, Commander. Die Söldnertruppe, die Spears angeheuert hat, um die Ausgrabungsstätte zu schützen, hat schwere Verluste erlitten und hält nicht mehr lange durch. Du musst es runter auf die Oberfläche schaffen und sie verstärken, bevor ihre letzte Verteidigung zerbricht. Leider habe ich keine Ahnung, in was du dich da begibst, also sei auf alles gefasst. Sobald du am Boden bist, ist das Ziel einfach. Bekämpfe gegnerische Angriffe, bis weitere Verstärkung eintrifft. Sie zählen auf dich, Commander. Halte die Stellung. Ja, aber wir müssen reisen, okay. Ja, mach. Endlich weg von dem Planet, mal gucken, was uns jetzt für einer erwartet. Auch immer sehr coole Cutscenes, ne? Wobei ich weiß nicht, ob die einem irgendwann auf den Sack gehen, wenn die jedes Mal kommen. Das kann natürlich auch der Ladeüberbrückungsbildschirm sein, ne? Dass der jetzt quasi im Hintergrund das neue System lädt. Oh, guck mal, sieht erdähnlich aus. Normalerweise kann man sich auch so Informationen zum Planeten anzeigen lassen. Zumindest geht das bei Battletech. Hier kann man immer... Ne, kann man nicht. Ich dachte, da könnte man die News aus dem Netz... aus dem Netz. Sowas wie... Was so im Wälder passiert. In der Karte. Lesen.
Aber das ist, glaube ich, nur im Endlos-Spiel so. Mal wieder so, ne? Geldmäßig. Wie viel kriegen wir? 450.000. Ja, wenn wir noch alleine unterwegs sind, könnte das klappen. Wobei, warte mal. Wir dürfen immer noch keinen rekrutieren. Der ist immer noch kaputt. Wie soll's den reparieren hier? Was? Warte mal. Ich will doch nicht mit einem kaputten Mech da rein. Reparier die mal beide. Und dann... Das war jetzt dumm. Das hätten wir eigentlich eben machen müssen. Bevor wir geflogen sind, weil das Fliegen dauert auch mal ein bisschen. Und dann hätten die schon während der Reise repariert. Das wäre... intelligenter gewesen und sollte man für die Zukunft auch dann anstreben. Das ist übrigens der Hangar da unten, ne, wo wir sonst immer langlaufen. Oh, guck mal. I'm picking up one friendly, just ahead of your current position. Unidentified enemy units engaging. Copy that. Mayday! Mayday! My Blackjack has suffered critical damage, and I am under assault by Raider forces. Please, I need backup! Don't worry, I'll drive these Raiders back. Keep out of sight and hunker down. Ich kann mir schon vorstellen, was das jetzt heißt. Der wird sich bestimmt nach der Mission uns anschließen. Ich bin echt ziemlich sicher. Okay. Da habe ich mich vertan. Ah, da war der Baum im Weg. Target destroyed. Target acquired. Ich glaube, je näher wir dran sind, desto heftiger sind die Einschläge. Also desto weniger Schüsse brauchen wir quasi. Gehen wir hier durch. Oh, ich habe schon ein rotes Teil. Das ist natürlich schlecht. Schulter. Bin ich jetzt doch falsch gelaufen? Ich glaube, Fallschaden gibt es nur bedingt. Ja, boah, wow, was ist denn da los? Oh, guck mal, süß, ne? Die bauen hier immer noch mit Betonmischer. In der Zukunft. Okay, das ist ein Freund. Und Feindkennung. Oh, der hat gesessen. Oder das kommt drauf an, in welchem Winkel man die Sachen trifft. Das kann natürlich auch sein. Die sind immer böse, diese Raketenwerfer. Die können einem echt das Leben zur Hölle machen. Wenn man so alleine ist, habe ich das Gefühl, man lernt das aber auch viel besser. Als wenn man jetzt schon in so einem Multitrupp unterwegs ist. Wave after wave. Been holding them off as best I can, but
I don't think I could have held out much longer. Well, we're here now, and we've got your back. I appreciate that. Seriously. Can't tell you how good it is to see some friendly faces. We still need to protect this site. Copy that, but they'll be coming back soon enough. Like I said, they attack in waves, and they haven't shown any signs of letting up. Ja, das klingt ja vielversprechend. Defensive turrets, those should help. Yeah, I set them up when they started digging. There's a turret generator close by, up on the hill. It cycled off after the third or fourth wave hit us. It's still off at the moment. You want to try cycling it back on? I'll watch your six. Sure thing. Okay. Also wir sollen irgendwo... Hostile contacts, inbound. Da hinten, was schon? Airborne and enemy armor, Commander. Also der hat gesagt, wir können hier irgendwo auf dem Berg, boah krass, so Geschütztürme wieder einschalten. Ich nehme an, das hat was mit dieser Kiste da zu tun. Geh da mal gucken, weil das kenne ich noch nicht. Huch. Ja, das Augen auf, wo man hinläuft, ne? Oder ist das so eine Reparaturbucht für Max? Das kann auch sein. Die sehen so ähnlich aus. Turrets are now online and active, Commander. Target acquired. Dieses Zischen ist immer ganz böse. Sind quasi die Geschosse von den Panzern. Oh, haut er wieder ab. Schnell drehen. Ah, das ist doof im Wald. Ich muss für eine erhöhte Position suchen. Ja, mach ich doch. Immer mit der Ruhe. Und ihr merkt, ich bin wieder voll konzentriert bei der Sache. Okay, I'm on it. Multiple hostiles converging on your location, Commander. I'm picking up 10, 12 bogies this time. I told you, these guys never quit. Wo ist die Reparaturanlage? Nach da hinten. Sollen wir erst da irgendwas machen? An dieser Kiste? Target acquired. Ich weiß gar nicht, ob die so weit fliegen. Nee. Nicht, waren zu weit weg. Ja, die jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob man Schaden nimmt, wenn die auf einen drauf fallen. Drauf hier. Aber wie wir gelernt haben, man soll auf jeden Fall in Bewegung bleiben, damit man kein leichtes Ziel darstellt. Ja. So ein bisschen mit der Munition haushalten. Wir verwenden die Reparatur-Bay jetzt gleich. Boah, krass. Was ist das denn? Hey.
Don't do that. Jetzt müssen wir uns mal so langsam Richtung dieser Reparatur-Dings begeben. Aber wo ist die? Schwesit nicht. Jung. Let's take these bastards down. Target acquired. Oh, ich hab den Lock verloren. Ich glaube, dann geht die auch drauf. Target destroyed. Target acquired. Ich glaube, das ist diese Reparatur-Waschanlage quasi. Ne? Geht vorne rein und kommt hinten wieder raus. Oder Zauberkugel von Linda dem Mol. Hatte das ähnliche Prinzip. Oh, ich gehe mal gerade in die Zauberkugel. For all we know, we're all just fighting over some random forgotten city collapsed hundreds of years ago in the early succession wars. Target destroyed. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil die Station hat nur noch 26%. Also nicht so viel. Kommen, sind die noch auf dem Weg oder hängen die fest? Und wo ist er schon wieder? Even in the unlikely event that they do find a data core, I'll put C-bills down that it's either destroyed, corrupted or heavily encrypted. Dropship approaching, Commander. Looks like they're bringing in the heavy guns. Ja, genau. Und jetzt auch noch ein Dropship. Son of a bitch. They're fielding two medium mechs. The bigger they are, the harder they fall. Let's go get them. New target, Griffin. Oh, da war der Baum im Weg. Hey! Was ist das? Ja genau, kümmere dich mal. Au, hinter dem, hinter mir, den, um den hinter mir. Der haut mich die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, wie ich schlagen kann. Ich kann das auch irgendwie. Boah, lass das doch bitte. Boah, seitdem die das können. Nein, nein, nein.
Target acquired. Ach stimmt, ich habe ja die Kanone hier im Brustkorb quasi. Wieso? Das gibt's doch nicht. Was haben die gemacht? Warum bin ich... Hä? Ja, das nimmt ja schon krass an Schwierigkeit zu, ne? Warte mal. Ich weiß nicht. Schlagen. Okay, das müsste auf einer Waffengruppe liegen. Da kann ich jetzt mal unten links gucken. Aber ich glaube, da steht nichts von Schlagen. Ich müsste es auf Taste F. Waffengruppe 5. Waffengruppe 4. Darum war es Taste 2. Waffengruppe 3. Ist das keine Taste? Okay. Da habe ich schon so eine ultramoderne Maus und die hat nur so wenig Tasten. Nee, das ist für die linke Maustaste. Nee, nee. Das nimmt er nicht. Ja. Nur 1, 2, 3. Kann man das... Nee, jetzt kann ich nicht mehr umlegen, ne? 1, 2, 3, 4. Please, I need backup. Don't worry, I'll drive these raiders back. Keep out of sight and hunker down. Ja, miese Sache. Schade, ich habe gedacht, ich könnte ihn doch noch retten. Jetzt laufen wir aber links rum. Aber soll mal einer sagen, wie man das alles... Jetzt bin ich ja schon wieder halb kaputt. Wovon? Mir geht das voll auf den Sack, dass das Nachladen so lange dauert. Das geskriptet, wie kaputt ich gehe? Mir kommt das so bekannt vor. So mein Schadensbild. Ja. Ich helfe dir natürlich zum zweiten Mal. Ich glaube, mit dieser Kanone auf Hubschrauber schießen ist echt schwierig. Ja, komm. Ich lasse sie diesmal einfach kommen. Warte, ich habe hier so... Wacht, lass das doch. Wieso macht ihr das kaputt?
Ja, das sieht aus, als hätte ein kleines Problem gehabt. Okay, er macht mit. Also jetzt kommen die bestimmt wieder von der anderen Seite. Ich laufe schon mal darüber. Ich muss ja jetzt gleich die Wachtürme einschalten. Wave after wave. Been holding them off as best I can, but I don't think I could have held out much longer. Well, we're here now, and we've got your back. I appreciate that. Seriously. Can't tell you how good it is to see some friendly faces. We still need to protect this site. Copy that, but they'll be coming back soon enough. Like I said, they attack in waves, and they haven't shown any signs of letting up. I saw some defensive turrets. Those should help. Yeah, IE set them up when they started digging. There's a turret generator close by, up on the hill. It cycled off after the third or fourth wave hit us. It's still off at the moment. You want to try cycling it back on? I'll watch your six. Sure thing. Schon erledigt, Junge. Turrets are now online and active, Commander. Hostile contacts, inbound. Looks like a mix of airborne and enemy armor, Commander. Ja. Alter. Ich habe schon so viele von diesen Raketen verballert. Wieso trifft er mich? So, Angriff ist die beste Verteidigung. Guck mal da, ich treffe, ne, nicht einmal getroffen. In diesem scheiß Wald. Langsam kickt auch ein bisschen die Müdigkeit durch. Nice shooting. There's a repair bay we can use. First, you need to cycle on the second turret generator. Okay, I'm on it. Multiple hostiles converging on your location, Commander. I'm picking up 10, 12 bogies this time. I told you, these guys never quit. Jo, und ich laufe hier irgendwo in der Walachei rum. Jetzt steht man nicht so doof da rum. Los, hopp, hopp, hopp. Du bist viel schneller mit deinem kleinen Mech. Wieso muss ich eigentlich da hochkraxeln und die anmachen und er ist der schnellere Mech und könnte da einfach hinrennen? Uah.
Der könnte da einfach viel schneller hinrennen mit seinem kleinen Mech und da einfach mal für Ordnung sorgen. Ne, hier geht nicht. Ich vergesse immer wieder, dass der Laser vorne drin ist. Sehr nice. Boah, wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Die machen da einfach die Basis kaputt, ne? Also so noch einer mehr wäre vielleicht nicht verkehrt. Bei Kitty... Alter... Weiß gar nicht. Es gibt gar keinen Fallschein. Gibt's, kann man die Hauptkampagne überhaupt im Multiplayer spielen? Da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Schöne Zielübungen. Jetzt aber schnell dahin. I swear, these Star League ruins bring nothing but trouble. Was für Dinger bringen nur Ärger? Hab ich jetzt akustisch nicht verstanden. Komm her. Ich mach dich richtig nass. Zack. So, dann gehen wir mal Richtung Reparaturbucht. Laufen da mal durch. Machen uns quasi mal frisch. Komm, die drei Panzer schaffst du ja wohl alleine. Huch. Dass sie da immer rückwärts rausgehen wollen. Ja, komm. Ich komme gerade aus der Lackiererei. Lass das sein. Even in the unlikely event that they do find a data core, I'll put C-bills down that it's either destroyed, corrupted or heavily encrypted. Yeah. Dropship approaching, Commander. Looks like they're bringing in the heavy guns. Da kommt der Prügelknabe wieder. Wenigstens hat unsere Basis jetzt noch 50%. Oder hat er eben ihn platt gemacht? Das kann natürlich auch sein. Ja. Kommt hier wieder auf die offene Wiese. Wo seid ihr? Kommt ihr jetzt darum oder darum? Okay. Ich weiß nicht, geht die Kugel durch den Baum durch? A
assassin. Ja, hast du deinen Arm verloren? Ich muss aufpassen, oh, das Wasser. Ich fasse es nicht. Oh. Ja gut, ihr wisst jetzt, wie das aussieht und ich beende die Folge jetzt hier und versuche das dann selbst mal zu leveln und holt euch dann, wenn ich das geschafft habe, wieder dazu. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder rein und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und haut rein.